Liebe Freunde, ihr seid hier im Büro der geistlichen Gemeindeerneuerung. Hier draußen habt ihr eben gerade gesehen, Mercedes, VW. Wir haben in den letzten Monaten hier zwei Händler verloren. Erst das Autohaus Tietke, jetzt das Autohaus Wiechert. Wir leben in verrückten Zeiten, nicht nur wegen Corona. Im Gesangbuch finden wir unter der Nummer 407 ein Lied, Stern, auf den ich schaue. Und wenn wir aus unserem Büro schauen, dann gucken wir immer auf den Mercedes-Stern. Aber der Stern erinnert uns doch an Jesus Christus. Und wir in dieser schwierigen Situation, wir sollten jetzt an Jesus Christus denken. Und es gibt ein altes Gebet der orthodoxen Kirche, das sogenannte Herzensgebet. Und ich möchte euch einladen, liebe Freunde, dass wir dieses Gebet jetzt in dieser Zeit miteinander sprechen, regelmäßig. Das Herzensgebet der orthodoxen Kirche lautet, Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und ich möchte euch einladen, dieses auf uns zu übertragen, auf die Gemeinden, auf die Gemeindeerneuerung, auf die Kirchen. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich unser. Und lasst uns das auch aufgrund der besonderen Situation, in der wir jetzt gerade stehen, auch übertragen auf unser Land. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich über unser Land. Und wenn wir dieses anfangen zu beten, regelmäßig, können wir sicher sein, dass unser Gott unser Gebet erhört. Lasst uns das, liebe Freunde der GGE, gemeinsam tun. Und der Friede Gottes sei mit euch. Amen.